Eigentlich, wenn ich mir hier so einen Lieferschein anschaue, dann ist doch da eine Bestellnummer drauf. Wäre doch eigentlich nett, dass wir da einfach nur eine Bestellnummer auslesen und das dieser Bestellnummer dann direkt zuordnen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, wo jetzt OCR greift. Was wir hier machen, wir machen eine Freeform OCR. Das heißt Freeform, diese Bestellnummer, die kann an irgendeiner Stelle innerhalb des Dokumentes letzten Endes dann positioniert sein. Und wird dann quasi ausgelesen und dann dementsprechend auch zugeordnet. Das heißt also, wir haben jetzt hier einscannen von Lieferschein. Ich gehe gerade nochmal auf den Bistro-Scanner. Starte also nochmal das Szenario. Dann machen wir jetzt Folgendes, und zwar hier mit diesem Szenario einscannen von Lieferschein. Das wären jetzt einfach, damit ich auch serverseitig, wird quasi dann die Verarbeitung durchgeführt. Damit weiß quasi auch der Server, aha, das ist dieses Szenario. Ich scanne das jetzt Ganze mal ein. Und jetzt haben wir hier, ich zoome da gerade mal rein. Jetzt haben wir hier die Bestellnummer 174247. Das wäre das Ding, wo wir quasi die Zuordnung treffen. Mehr müssen wir jetzt bei diesem Szenario auch nicht machen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, habe fertig, dann wird quasi jetzt dieses Thema genommen, wird in den Massenverarbeiter gegeben und wird automatisch, werden hier die Sachen ausgelesen und automatisch zugeordnet. Das heißt, was dort also entfällt, ist quasi diese manuelle Zuordnung, wenn ich, was wir vorher bei der Migo-Buchung gesehen haben, dass ich dort noch einen Barcode vergeben muss, sondern hier wird es quasi so gemacht, dass wir quasi aus dem Kontext heraus automatisch dann quasi dieses Objekt, diese Bestellnummer finden. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an, dann gehen wir rüber in das SAP-System. Dann gehen wir dort ins Thema Bestellung, das ist dann hier diese ME23N. Und gehen dann hier auf diese relevante Bestellung, was haben wir hier, 25. Normalbestellung, das war jetzt hier die 27. Schauen wir. Bestellung ändern, andere Bestellung. So, jetzt haben wir hier die 27. Jetzt sind wir hier an der 27 dran. Und dann gehen wir hier auf die Anlagenliste. Und Sie sehen am Tag, da hängt schon mal was dran, was wir am 9.9. gemacht haben, aber heute ist der 11.12. Und das ist der eingescannte Lieferschein, was Sie hier sehen. Also auch wieder mit dieser Nummer, mit der Bestellnummer. Das heißt, hier ist eine automatische Zuordnung erfolgt. Also auch super elegant. Wenn die Dinge natürlich mehrseitig sind und wir haben mehrseitige Lieferscheine, dann hilft es auch wiederum, auf die erste Seite irgendwie so einen Trennbarcode drauf zu machen, dass wir immer erkennen, hoppla, das ist jetzt ein neues Dokument und das Dokument wird dann quasi also die Dokumente werden getrennt, die Dinge werden ausgelesen und automatisch zugeordnet.